Hallöchen, ich hatte ja gesagt, ich will hier noch einmal über die Platine hier reden. Eigentlich hatte ich gedacht, ich kann euch sagen, das Ding mit der Knopfzelle, das haut nicht hin, zieht zu viel Strom. In Anführungsstrichen zieht es so gut wie gar keinen Strom. Das sind 4 bis 5 Mikroampere. Das sind 0,000000004 Ampere. Und bei Mikro Milliampere wäre das dann 0,000004 Milliampere. Also ganz viele Nullen davor. Also es sind wirklich, es ist kaum ein Strom. Ich habe hier halt nur ein Problem mit der Batterie, mit dem Batteriehalter. Hat nicht richtig Kontakt. Batterie ist voll, bloß der Kontakt ist nicht richtig gegeben, dann geht das nicht richtig rum. Ich hatte mich nämlich gewundert, warum Datum und Uhrzeit wieder nicht stimmt. Das ist das Einzige, was diese ganze Schaltung hier oben macht. Datum und Uhrzeit behalten. Mehr ist das nicht. Man muss es nicht haben. Man muss es nicht haben. Man kann es einfach die Batterie wegknipsen. Hier, die sitzt ja so rum drauf. Dann knipst man ein Beinchen ab und dann wackelt man die ein bisschen kaputt und dann ist sie raus. Und dann lässt man sie raus und macht gar nichts mehr dran. Bis auf die Sache ein bisschen neutralisieren. Fertig. Man braucht es nicht. Ich habe da jetzt die Knopfzelle drauf gesetzt. Ich habe die Schaltung geändert, damit die Batterie keinen Strom kriegt. Ich habe mir das hier hinten alles sparen können. Aber ich hab die hier hinten die Schaltung auch geändert, weil hier 7 Volt oder was dann hier in den Chip reingehen oder 5 oder was auch immer wollt, das waren die dann nachher in den Chip reingehen. Will ich ja nicht. Das ist im Laden der Batterie gewesen. Deswegen habe ich das hier hinten geändert. Und dann ist einmal eine kleine Anmerkung. Ich weiß, dass es da eventuell so ein Dings gibt mit einer Sperrdiode schon drinne, die man dann reinsetzt. Knopfweise drauf, fertig. Man muss nichts weiter machen. Und mit deiner Sache, mit deiner Geschichte, ja, muss man da nicht so drauf rumraten, und das alte Leiterplatten und das können die nicht so ab und möglich, alles möglich. Aber irgendwo fängt das an zu nerven, wenn du für jeden Kram irgendwie was zu meckern hast, so halbwegs. Wenn hier einer von denen kaputt geht, muss ich den auch auslöten. Und das sind noch viel mehr Pins und das ist sogar noch ein ganzes Ende schlimmer, die da einen davon rauszukriegen und den zu tauschen. Ich kann das Ding auch nehmen und in eine Tonne schmeißen und mir für knapp 30 Euro eine komplett neue kaufen. Die dann schon Knopfzelle hat und den ganzen Kram. Aber muss ich doch nicht. Warum? Das Ding ist da. Ich weiß, dass das eine ältere Platine ist. Vom Kupfer her ist es aber recht stabil. Es gibt schlimmere. Da gibt es Platinen, da ist das Kupfer so empfindlich. Da pustest du gegen und schon fällt das runter. So halbwegs. Aber bei der ist es noch okay. Und ich habe auch ganz bewusst nicht nochmal extra gezeigt, wie ich das hier ausgelötet habe, wieder eingelötet habe. Ich habe nicht auf dem Plan angemalt, da und da müsste das so und so ändern. Habe ich ganz bewusst gemacht, damit das nicht jeder, der keine Ahnung davon hat, nachmachen kann. Diejenigen, die davon Ahnung haben, die wissen auch, wie sie löten müssen. Und die wissen dann auch im Groben schon, wie ich das hier gemacht habe. Mit der Batterie. Das ist alles. Ich habe hier noch die Durchkontaktierung reingesetzt, weil ich sie habe. Ist nicht notwendig. Ich habe sie aber reingesetzt. Aus Sicherheit, damit das ein bisschen besser hält. Fertig. Das ist die ganze Geschichte darum. So. Das wäre die Sache zu dieser Geschichte. Und ich merke gerade, ich habe vergessen, mein Tastcam zu starten. Ihr habt jetzt leider den Kameraton. Tut mir leid. Na gut, dann bis zum nächsten Video.